Was ist mit euch los? Ich glaube, die wollen nicht mehr raus, ne? Denen gefällt es hier halt einfach. Die bleiben da jetzt drin, ne? Die. Ja, gut. Ich glaube, wir müssen hier im Vulkanbiom bleiben. Unsere Kompagnons haben nicht so wirklich Bock, den Lavapool zu verlassen. Aber ich verstehe die schon. So eine warme Badewanne ist manchmal schon ganz nett, ne? Und herzlich willkommen in der Dino-Krabbel-Gruppe von Neiches. Heute sind wir mal wieder zu Hause unterwegs, hier im Ocean Biome von Ark Genesis. Und natürlich geht's wieder ans Nachzüchten, ist ja klar. Hier über uns sitzt schon wieder Hottie, unsere Level 70 Magmasaurus-Dame. Und die braucht ja auf jeden Fall Verstärkung. Deswegen haben wir schon zwei Eier vorgebrütet. Und ich habe jetzt auch unsere Nanny hier oben mit hochgeholt. Das heißt, wir können jetzt eigentlich direkt mal loslegen. Beim Ausrüstung reparieren ist sie mir leider in den Farbtopf gefallen. Deswegen haben wir unsere Färbung mal wieder so ein bisschen geändert. Wir sind jetzt hier so Gold-Silber unterwegs. Das sieht irgendwie auch ganz witzig aus. Mal gucken, man muss ja hin und wieder den Style so ein bisschen anpassen, oder? Immer mal wieder die neue Mode ausprobieren und so. Okay, die Eier sind schon vorgebrütet. Das heißt, wir haben jetzt direkt Action. Ich habe ein bisschen Fleisch dabei. Wir haben aber kein Ambergris. Das brauchen wir auf jeden Fall noch, bevor wir loslegen. Die kleinen Magmasaurier fressen nämlich, glaube ich, Ambergris. Mal gucken, ob das immer noch so ist. Hier ändert sich ja auch ständig alles Mögliche. Also Genesis ist, glaube ich, auch das DLC, wo sich über die Zeit jetzt am meisten immer ändert, also was da immer angepasst wird. Allein schon die ganzen Zähmmethoden, die da immer wieder geändert werden. Wo ist denn unser Ambergris? Da ist das Zeug. Nehmen wir mal die Hälfte mit. So, das deckt ja inzwischen und hält sich auch so ein bisschen besser als anfangs. Das heißt, das sollte jetzt auf jeden Fall ausreichen, um die ganzen kleinen Dinos zu füttern. Ja, geplant sind ja eigentlich nur zwei, ne? Jetzt gucken wir mal, was passiert. Das große Krabbeln kommt dann doch immer größer als erwartet. Hauptsache, wir kriegen ein paar richtig gute Levels. Das ist das, was wir wollen. Ja, wir haben ja die Eier wild gesammelt. Das heißt, die Levels sind eigentlich klar. Wir schmeißen jetzt mal das erste raus. Das sind beides 135er Eier. Und dementsprechend sollten da auch 135er rauskommen, ne? Also keine großen Überraschungen in der Hinsicht. Bam! Baby Magmasaurus! Accept! Super cool. Erstmal Behavior. Disable One Ring. Dann ein bisschen füttern. So. Und dann ein bisschen gucken. 7000 Hitpoints. Ich kenne mich ja noch nicht so aus mit denen, aber das klingt jetzt nicht nach so viel. Hottie hat 10.000, ne? Die haben wir natürlich schon lange und ziemlich gut hochgelevelt. Millidamage 190%. Ich bin jetzt nicht so begeistert. Bist du gut? Ich glaube, die Statistiken sind jetzt nicht so das, was wir wollten. Aber wir müssen es halt auch so ein bisschen noch ausprobieren einfach. Was die eigentlich für Statistiken haben, ne? Die Baby-Magmasaurier. Die sind auf jeden Fall mega süß. Nicht viel größer als so ein Magmasaurus-Chibi, ne? Die heißen ja Cherufe, die Chibis. Oder Cherufe, wie auch immer man das ausspricht. Cherufe oder so ähnlich heißen die Chibis von diesen Magmasauriern. Da hatten wir ja auf Extinction eine Zeit lang einen, ne? Der war, glaube ich, schon Level 3 dann. Oder? Nee, kann er nicht gewesen sein. Wir sind ja Level 107, also kann der nur Level 102 gewesen sein, ne? Also wir haben, glaube ich, erst zwei Chibi-Levels gemacht. Wird mal Zeit, dass wir unsere Chibis hochleveln. Aber ich habe noch nicht viele Alphas gesehen hier in Genesis. Da müssen wir mal gucken, ob überhaupt irgendwo welche unterwegs sind. Ich glaube, ich habe noch keinen einzigen gesehen, ehrlich gesagt. Ich hole den mal hier rüber, damit der in der Reichweite der Nanny steht. Und dann können wir den da eigentlich sitzen lassen. Der wird dann gefüttert. Der hat sowieso genug zu essen. Der wird aber auch gefüttert, ne? Weil der verbraucht ja auch gar nichts. Ach, der frisst ja Ambergris. Moment. Ich weiß nicht, ob die Nanny Ambergris verteilt. Wollen wir das einfach ausprobieren? Wir nehmen mal das Ambergris zurück und warten jetzt, wie das mit dem Food sich entwickelt. Der ist bei knapp über 400 Food. Das sollte dann irgendwann eine ganze Ecke weniger werden. Es sei denn, die Nanny füttert ihn.
Die hat gar nichts im Inventar, aber sie ist aktiviert. Dann wissen wir gleich, wie das funktioniert. Weil das haben wir alles noch nicht eingehend getestet. Deutsch und so. Deutsche Sprache, schwere Sprache. So, nächstes Ei. Das ist auch ein 135er, auch hier keine Überraschung. Jetzt gucken wir mal, was da so rausschlüpft und wie da die Statistiken sind. Hallo du, wie geht's dir? Willkommen auf unserer Welt. Deiner neuen Welt. Und du hast 7000 Hitpoints und 210 Melee-Damage. Okay. Das ist, glaube ich, ein bisschen mehr Melee-Damage, oder? Komm mal auch mit hier rüber. Da müssen wir auch direkt wieder Wandering ausstellen. Modify. Nee. Behavior. Disable Wandering. So, jetzt kommen wir mit hier. Kleiner Magmasaurus. Yeah. Dinos und Fabelwesen nachzüchten ist irgendwie immer noch mein Lieblingszeitvertreib in Ark. Komm mal her. Ah, der ist in der Feeding Trough hängen geblieben. Das kann mal passieren, ne? Da sind ja auch viele leckere Sachen drin. Das lenkt manchmal so ein bisschen ab. Gut, komm mal hier rüber. Komm mal zu mir. Put, put. Der ist winzig klein. Der andere ist schon ein bisschen gewachsen, ne? Mal schauen, wie das mit dem Imprinting aussieht. Der ist jetzt bei 6% Maturation und der hat auch 6% Imprinting. Das funktioniert auch super gut. Jetzt warten wir, bis der Kollege hier mit rüberkommt. Dann können wir uns die Statistiken nochmal direkt vergleichen. Ich glaube, der neue ist ein bisschen besser, ne? Der hängt schon wieder fest. Der ist nicht super schlau, aber die Statistiken sind ganz gut. Komm mal zu mir jetzt. Schaffst du das? Die sind total süß. Und? Bam, da kannst du sitzen bleiben. Mega süß. Der ist so ein bisschen silbern und der andere ist so ein bisschen rötlich, ne? Super cool. Schießen wir mal den Vogel darüber. Agent Fischer ist so groß. Ah, das sieht alles ziemlich komisch aus. Wenn ich mich da hinlege, dann schwimmen wir so ein bisschen hier in der Foundation drin. Hier. Boah, du hast aber ganz schön dicke Arme und Beine. Eieiei, die sind ziemlich durchtrainiert. Jetzt können wir die Statistiken vergleichen. Wir haben einmal 7200 Hitpoints, das ist ein bisschen besser, und 204% Melee-Damage. Und hier haben wir 213 Melee-Damage und dafür ein bisschen weniger Hitpoints. Kommt irgendwie aufs selbe raus, ne? 750 Gewicht, 800 Gewicht, Levels haben sie ja die gleichen. Von dem her kann sich das auch nicht viel unterscheiden. Ja. Also mit denen könnten wir dann theoretisch nachzüchten. Wir haben ein Männchen und ein Weibchen. Ich habe keine Ahnung, was da los ist. Wir haben auf jeden Fall ein Höllenglück. Wir haben fast immer Pärchen, egal was wir machen. Ich weiß nicht, wie das sein kann. Wir haben ja auch 3 Tech-Raptoren gezähmt. Und 2 davon waren gut, einer war nicht gut. Und die beiden guten sind auch schon wieder ein Pärchen. Ne? Also wir haben ziemlich viel Glück in der Hinsicht. Bin ich absolut zufrieden. Na gut, dann müssen wir die jetzt großziehen. Wir gucken mal, wie sich das Food verhält. Wir sind jetzt hier bei 390 und hier sind wir bei 460. Also der hier könnte langsam fressen, theoretisch. Habe ich dem Food gegeben? Ja, ne? Ich glaube, das Fleisch habe ich ihm ins Inventar gepackt. Die Nanny füttert die scheinbar nicht. Wir können mal der Nanny ein bisschen Fleisch geben. Mal gucken, was sie damit macht. Ob sie das austeilt oder nicht. Und dann können wir der Nanny natürlich auch so ein bisschen Ambergris geben, 41. Und schauen, ob sie das Zeug austeilt. Das ist alles ziemlich interessant. Das müssen wir jetzt alles ausprobieren. Sieht aber nicht so aus. Doch, bam, 10 Stück. Und er hat gleich gefressen. Also das funktioniert einwandfrei. Der hat auch schon. Die sind bedient. Mehr brauchen die, glaube ich, nicht. Davon sollten die dann, das sollte die satt machen. Ja, mit Ambergris ist es, glaube ich, nicht so die gute Variante, weil das Zeug, naja, ist nicht schwieriger zu bekommen, ne? Aber wenn man keine Stacking-Mod hat, dann wird das Zeug ziemlich schnell schlecht. Gut. Ich denke, wir geben denen später ein bisschen was, wenn die welches brauchen. Das sollte kein Problem darstellen. Und dann lassen wir die jetzt einfach mal wachsen, ne? Die haben super viel Food. Das dauert richtig lange, bis das ausgeht. Also ich denke, die sollten jetzt sogar auswachsen, ohne dass wir die weiter füttern. 400 Food dürften da fast reichen. Gut, 7% und 11%.
Mega nice. Zwei super kleine Magmasaurus-Tierchens. Die sind halt wirklich klein am Anfang, ne? Schaut mal, wie groß die später werden. Und am Anfang sind die so winzig. Die sind ja jetzt schon fast bei 10% und die sind immer noch so klein. Das ist crazy. Oh, der Kleine will gestreichelt werden. Jetzt weiß ich gar nicht, was das eigentlich macht. Wir sind ja bei 15% und 15% Imprinting. Wenn ich den jetzt streiche, was passiert dann überhaupt? Er freut sich. Oh, und er kriegt so komische Stellen. Was ist das? Oh, oh. Jetzt sind wir direkt bei 29%. Okay. Das ist ziemlich gut. 14% Imprinting draufbekommen. Das heißt, wir sind jetzt deutlich weiter mit dem Imprinting als mit dem Maturation-Wert. Aber ich denke, die Nanny wird jetzt wahrscheinlich warten, oder? Naja, also wir landen auf jeden Fall bei 100%, so oder so. Ist ja cool, wenn man zwischendrin trotzdem noch imprinten kann. Das heißt, die Nanny, die hilft uns zwar, aber wir dürfen trotzdem ab und an imprinten, falls wir das haben, was die Tiere wollen. Das ist schon eine coole Mischung, ne? Ich weiß nicht, warum er jetzt so Striche bekommen hat. Das ist echt komisch. Gut, hat er genug? Der hat jetzt so elfenbeinfarbene Striche bekommen, ne? Oder was auch immer das für eine Farbe ist. So ein bisschen gelb, gelb-weiß, weiß-gelb, dreckig gelb-weiß, irgendwas. Na gut, die Färbung von dem hier sieht irgendwie super witzig aus. Sie sieht irgendwie so ein bisschen blass aus, als wäre er zu lange in der Sonne gesessen oder so. Super komisch, so ausgebleicht sieht er irgendwie aus. Ganz witzige Färbung. Dem geben wir jetzt noch einen Ambergris. Dann ist er bei 900 Food und kommt auf jeden Fall easy peasy durch. Gut. Dann sind die versorgt. Wir können ja die Zeit mal nutzen, um Sättel zu craften. Wir brauchen ja zwei neue Magmasaurus-Sättel. Und dann können wir unseren Moser eigentlich mal ausschwimmen, oder? Was meint ihr? Wir brauchen Magmasaurus-Sättel. Ah ja, die sind ja so teuer, ne? Das ist nicht gut. Egal, wir bauen trotzdem zwei. Bam, bam. Dann haben wir die auch schon am Start. Jo, dann gehen wir jetzt einfach mal runter. Springen hier runter, oder? Wir können das ja. Und schwimmen mal mit Junior raus. Mit dem war ich nämlich immer noch nicht unterwegs. Das wird dann unser erster Ausritt unter Wasser. Das heißt Ausritt, oder? Ich weiß nicht, wie wir das sonst nennen sollen, unter Wasser. Ich glaube, das kann man auch gut Ausritt nennen. Bringen wir mal das Ambergris noch weg. Und das können wir auch da lassen. Die Sachen lassen wir einfach auch da. Wir züchten jetzt, glaube ich, erstmal nicht mehr nach. Für diesen Moment. Und dann upgraden wir einfach noch diesen Sattel so ein bisschen. Dann wird das unser Kampfsattel, hätte ich gesagt. Wir haben keinen guten Moser-Sattel und die Wahrscheinlichkeit, dass wir einen bekommen, ist jetzt auch nicht so groß. Obwohl wir eigentlich bei den Quests immer Sättel bekommen. Ne? Also wir werden wahrscheinlich früher oder später einen guten bekommen. Aber dann haben wir halt zwei. wir upgraden den jetzt. Attempt, upgrade. Oh oh. Geht gar nicht. Ah, der sagt mir wahrscheinlich gerade wieder nicht, was ich brauche. Sag mir, was ich brauche. Was brauchen wir denn für einen Moser-Sattel? Moser? Wir brauchen Hide, Metal, Silica Pearls, Fiber, Cementing Paste. Wir haben zu wenig Hide. Wir haben wahrscheinlich zu wenig Metal. Okay, ich hole mal fix Ressourcen zusammen. Dann sollte das theoretisch schon funktionieren eigentlich, ne? Nächster Versuch. Bam, jetzt funktioniert es. 72 Rüstung. Go, go. Okay, jetzt fehlt wieder irgendwas. Wieso? Steht denn da eigentlich nichts? Da steht gar nicht, was der für eine Qualität hat. Das ist ein bisschen komisch gerade. Und der sagt uns auch nicht, was er will. Also irgendwas fehlt wieder. Ich glaube, Metall könnte es sein, ne? Der ist halt nicht günstig, der Sattel. Der wird wahrscheinlich noch mehr Metall brauchen. Wir nehmen den jetzt mal, wie er ist. 72 Rüstung ist schon ziemlich cool für einen Sattel. Und den können wir später noch weiter upgraden, falls wir irgendwas total Verrücktes planen und Angst um unseren Moser haben. Den müssen wir überhaupt erstmal hochleveln, bevor hier irgendwas geht. So,
Da ist Junior. Junior ist jetzt ausgewachsen. Und Junior hat jetzt fast 15.000 Hitpoints, ohne dass wir hochgelevelt haben. Also das ist schon mega cool mit Imprinting und so. Ich glaube, wir gehen erstmal nur in Melee-Damage, damit wir ein bisschen schneller hochleveln können. Und dann später gehen wir vielleicht so ein bisschen in Hitpoints noch. Ich denke, da brauchen wir ein bisschen mehr für die Bossfights möglicherweise. Und ich weiß nicht, was wir noch brauchen. Movement Speed? Aber die Mosas sind schon ziemlich schnell, ne? Nicht, dass die irgendwann unkontrollierbar werden. Yeah. Jetzt müssen wir uns eigentlich mal einen richtigen Gegner suchen, ne? Junior braucht ja irgendwen zum Kämpfen. Die machen wir mal hier Interface an, dass wir auch was sehen. Falls wir irgendwen erwischen. Ja, 720er Hits, das ist schon ziemlich gut. Das ist doppelt so viel, wie die anderen Mosas machen. Yeah. Gut. Dann suchen wir mal vielleicht einen kleinen Moser oder so. Wie wär's? Mal schauen, was wir finden. Irgendwas zum Hochleveln? Ich denke, ein Moser wäre am besten zum Hochleveln. Die, aber wenn es geht, erstmal niedrigen. Die sind ja doch auch nicht ohne. Mal schauen, was wir finden. Es gibt ja auch Kraken, ne? Wir haben auch schon Kraken gesehen. Mit denen will ich mich jetzt nicht unbedingt anlegen. Ich glaube, das könnte schon ein bisschen risky werden. Das ist Strudel. Level up! Einfach hapsen und schauen, was wir erwischen. Die ganzen kleinen Viecher, die erwischt man ja sowieso nicht. Die sieht man ja kaum. Was haben wir denn da? Erstmal gucken, ne? Wir wollen keine 150er killen. 130er! Aber wir haben ja schon einen, ne? Ammonit erwischt. Aber wir haben... Oh ja, wir haben den Debuff. Den Ammoniten-Debuff. Jetzt gibt's Action. Ist genau das, was wir wollen. Wir haben einen Fisch erwischt. Und noch einen Fisch. Erwischen wir den überhaupt? Kolkant? Wo ist denn der? Der ist in uns drin. Da kommt ein Aal. Ich glaube, unsere Reichweite ist nicht gut genug. Oh oh. Ich stecke so ein bisschen fest. Jetzt erwischen wir sie aber. Anglerfisch? Salmon? Cole? Was ist mit dem Ding hier? Ich will den Dunkleosteus ganz gern mal erwischen. Ich sehe nichts. Komme ich irgendwie raus? Okay, wir haben ihn. 130er. Das müssen jetzt ein paar Levels sein. Go, 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 Junior. Du schaffst die. Der Aal ist immer noch da unterwegs. Ja, also die sind sehr schwer zu steuern. Erwischt. Das Ganze ist nicht so einfach, wie man sich das vorstellen möchte. Aber irgendwann funktioniert es dann doch einigermaßen. Der hat halt einen super schlechten Wendekreis. Wenn ich jetzt irgendwie nach rechts lenke, dann dauert das einen Moment, bis der dahin lenkt. Ja, also der Wendekreis, das dürften so 50, 100 Meter sein, irgendwas in dem Dreh. Auf jeden Fall haben wir schon mal 12 Levels. Dann gehen wir direkt mal auf 20.000, weil wir kriegen auch richtig viel dazu. Nice! 20.000 Hitpoints, so habe ich mir das vorgestellt. Und dann gehen wir noch ein bisschen in Melee-Damage, oder? 600? Ich weiß nicht, brauchen wir mehr Hitpoints? Ich glaube nicht. Für den Moment gehen wir mal einfach nur in Melee-Damage. 700%. Super nice. Junior, ich glaube, du wirst unser stärkster Dino. Du bist auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. So, jetzt müssen wir aber mal nach Hause, glaube ich. Ich will die Kleinen nicht zu lange alleine lassen, dass sie da keinen Blödsinn treiben. Wir müssen unsere beiden Magmasaurier nochmal besuchen. Schauen, dass die da brav sind und so. Und der Nanny keine Probleme bereiten. Die Nanny ist ganz frisch bei uns. Ich glaube, wir sind richtig, oder? Nee, da wollen wir hin. Da ist unser Zuhause. Ja, wie gesagt, so ein bisschen schwierig, sich hier zurechtzufinden manchmal. Aber mit der Zeit geht es da eigentlich ganz gut. Ja, da oben sind unsere beiden Walfische. Die sieht man auch relativ weit. Das da oben ist übrigens unser Zyp. Ja, da wird ja gar nicht angezeigt, der Name, ne? Das ist Willi. Willi hatte, glaube ich, das letzte Mal noch keinen Namen. Da oben ist jetzt Willi unterwegs. 188. Da drüben ist ja Moby Dick. Das heißt, die beiden haben auch endlich ihre Namen, wie sich das gehört. Und jetzt brauchen wir wieder zwei neue Namen für unsere Magmasaurier. Die müssen sich ihre Namen erstmal verdienen, oder?
Junior hat sich seinen Namen, ich weiß nicht, ob der sich seinen Namen verdient hat, ne? Eigentlich ist der inzwischen schon unser stärkster Moser, der Junior. Der ist echt gut. Also, da sind wir richtig gut dabei. Der ist ein bisschen stärker als seine Mama, weil er imprinted ist. Und wenn wir jetzt mit ihm weiter nachzüchten, dann könnte das richtig gut werden. Also wir sollten wahrscheinlich mit Spotty rausschwimmen und gar nicht mit dem Neuen. Weil der Neue ist eigentlich unser Nachzuchttier ab jetzt. Unser Nachzuchtmännchen. Junior wird unser wichtigstes Nachzuchtmännchen, ist unser wichtigstes Nachzuchtmännchen. Mit dem sollten wir nichts riskieren. Okay. Der will spazieren gehen? Der will auch spazieren gehen. Dann gehen wir jetzt mit unseren Baby-Magmasauriern ein bisschen spazieren, oder? Okay, das hat sich erledigt. Nummer 1 ist fertig. Der hat sich nicht viel bewegt, ehrlich gesagt. Spazieren gehen. Meistens reicht dann auch der gute Wille. Okay. Komm mal zu mir. Der will ein bisschen weitergehen, ne? Der große Bruder ist ein bisschen umtriebiger. Ja. Noch ein Stück. Willst du vielleicht ein bisschen hier hoch ins Grüne? Einmal um Hotti rum. Da müsstest du ja noch durchpassen. Noch bist du klein. Okay, das war's. Dann dreh mal um und komm wieder hier runter. In deine Nachtzuchtbox hier, wo du sicher bist. Ja, so läuft es. Super cool. Ich mag die total, die Magmasaurier. Okay, wir sind hier bei 35 und 49. Also die Nanny haut einfach immer die Prozente drauf, auch wenn wir imprinten, glaube ich. Obwohl es jetzt wieder nicht klar ist, weil wir haben ja gerade wieder selbst imprintet. Das heißt, ich weiß gar nicht genau, was die Nanny jetzt macht. Ob die da abwartet, bis sich das wieder angleicht, oder ob die einfach weitermacht. Wie gesagt, vollkommen unwichtig. Hauptsache, wir kommen bei 100% raus und das tun wir auf jeden Fall. Die haben beide Fischfleisch bekommen. Ich weiß gar nicht, ob die Fische mögen. Im Vulkanbiom gibt es wahrscheinlich keine Fische, ne? Sowas kennt ihr gar nicht. Sowas habt ihr noch... Ja, ihr seid sowieso noch ziemlich frisch auf der Welt. Unsere Magmasaurier kriegen schon als Babys Fisch. Das ist vielleicht nicht üblich, aber das funktioniert möglicherweise auch. Das müssen wir noch ausprobieren, ob die Fisch mögen. Hotti, magst du Fisch? Hotti hat sowieso keinen Hunger. Bei Hotti gehen wir, glaube ich, nur noch in Melee-Damage, oder? Weiß nicht, was wir mit Hotti machen. Hotti bleibt einfach zu Hause, weil sie gut aussieht. Wir haben jetzt einfach viel bessere. Die Kleinen sind jetzt schon super stark. 243 Melee-Damage und 8000 Hitpoints. Und die sind noch nicht voll imprinted, also es wird noch mehr. Ja, also die sind jetzt schon ähnlich gut wie Hotti dann langsam. Das ist schon echt crazy. Na gut. Die kriegen dann ihre Sättel. Und dann können wir mit denen eigentlich direkt weiter nachzüchten, theoretisch, ne? Das müssen wir dann rausfinden, wie genau das funktioniert. Das wissen wir noch gar nicht. Die sind ganz, ganz frisch, die Magmasaurier. Wir haben die noch nie nachgezüchtet. Ich weiß aber, dass das ein bisschen schwieriger wird mit denen. Also, das wird nicht so einfach funktionieren. Die können wir nicht einfach hier zu Hause bei uns wieder nachzüchten, sondern die müssen wir, glaube ich, ins Vulkanbiom bringen. Da, wo die sich richtig wohlfühlen. Nur da zeugen die dann auch Nachwuchs. Das wird echt interessant. Komm mal raus da. Ich will nicht, dass du in der Foundation stecken bleibst. Ja, komm mal aus dieser Foundation raus. Sehr gut. So gefällt mir das viel besser. Nehmen wir mal Agent Fischer wieder mit. Komm mal hier rüber. Der ist die ganze Zeit nur am Futtern. Der hat keine Zeit, hier rüber zu kommen. Jetzt steckt er am Stego. Nicht den Stego aufessen, ne? Der gehört zu uns. Okay. Ja, komm mal hierher. Yeah. Super cool. Ja, also wir haben ziemlich coole Färbung bekommen. Diese anderen weißlichen Streifen sind jetzt wieder weg, ne? Der Dunkle hatte ja diese weißlichen Streifen. Die sind aber wieder verschwunden. Weiß wirklich nicht, was das war. Also es kann keine Verletzung gewesen sein. Die Hitpoints waren ja irgendwie immer ähnlich. Und da müssten die, glaube ich, ich weiß nicht, ob die bluten? Aber die kriegen bestimmt keine weißen Streifen, wenn sie verletzt sind. Das kann ich mir nicht vorstellen. Hotti war noch nie großartig verletzt, glaube ich, ne? Hotti ist sowieso so stark, dass der niemand was tun kann. Zumindest niemand, mit dem sie bis jetzt zu tun hatte.
Oh, da ist ein Basilisk unterwegs. Ich glaube, wir gehen mal in diese Richtung für einen Moment. Das ist nur ein Stego, das ist besser. Wir sind im Vulkanbiom und ich habe zwei Kollegen mitgebracht. Das ist einmal Agni. Agni ist unser neues Männchen mit Level 135. Und Agni ist ein männlicher Feuergott aus dem Hinduismus, so wie ich das verstanden habe. Und ja, das ist unser Männchen. Mit dem werden wir jetzt mal gucken, ob wir hier im Vulkanbiom Nachwuchs zeugen können. Oh nein! Ich brauche Hilfe. Hilfst du? Okay. Ich brauche keine Hilfe. Alles gut. Was war das für ein Level? 15. Ich dachte, der zerlegt mich jetzt ganz böse. Gut, zum Glück haben wir die Schrotflinte dabei. Die ist echt ziemlich devastating, ziemlich brutal. Auf kurze Reichweite. Agni, warum hast du den gekillt? Du bist ja ganz schön aggressiv. Du hättest lieber den Fiesen killen sollen. Wie sieht es denn jetzt aus? Schlafe ich jetzt irgendwann? Nee, ne? Also wir hatten den Debuff, aber Torpidity geht schon wieder runter. Hör mal auf, hier rumzuscannen. Unser HLNA macht wieder Blödsinn. Stellen wir uns mal auf den Felsen, dass wir so ein bisschen mehr sehen. Okay. Und friss mal das Ding da auf. Der beunruhigt mich so ein bisschen, wenn er da liegt. Der sieht aus wie so ein chinesischer Drache, ne? Okay. Jetzt schmeißen wir die andere Dame hier noch raus. Und zwar Amaterasu. Ist das richtig? Amaterasu. Richtig. Das ist eine japanische Feuergöttin aus der japanischen Mythologie. Ich habe gedacht, die Namen passen ganz gut. Da gibt es zum Glück ziemlich viele Gottheiten und Namen und so weiter und so fort in dem Bereich. Also Feuergötter gibt es jede Menge. Feuer ist ja so das Wichtigste, ne? Feuer spielt schon eine große Rolle in unserer Geschichte, in der Geschichte der Menschheit. Da unten gibt es Lava, ne? Das wird den beiden gefallen. Jetzt nehmen wir die beiden erstmal mit hier rüber. Ja, also Namen gibt es da genug, da können wir auf jeden Fall noch ein bisschen nachzüchten. Okay, und jetzt probieren wir das direkt mal aus, ob wir die beiden hier verpaaren können. Behavior und Enable Mating. Das machen wir hier genauso. Enable Mating. Die haben super niedriges Food. Der hier frisst jetzt das Fleisch, was er geerntet hat. Und die Dame hat noch nichts, ne? Requires lava to mate. Okay, gut, dass wir im Vulkanbiom sind, ne? Ich habe auch so ein bisschen mitverfolgt, wie das jetzt alles weiterging. Also die wollten keinen Fisch essen. Jetzt fressen sie wohl doch Fisch. Das ist ulkig. Aber das ist gut, dann können wir die auch mit Fisch füttern. Sehr schön. Und die fressen, glaube ich, auch Stein, ehrlich gesagt. Also wir können auch mal irgendwie so einen Stein oder sowas hapsen. Obsidian. Stein. Den Geysir können wir aber nicht abbauen, oder? Nee, das sind die Steine, die hier rumliegen. Ich glaube, die fressen auch Stein. Mal schauen. Wir sind jetzt bei... Ja, die frisst jetzt Stein. Also die haben ein ziemlich gutes Gebiss. Die fressen auch Stein. Ansonsten halt Fleisch, Fischfleisch scheinbar auch. Jetzt sind wir so ein bisschen überladen, also müssen leider den Großteil des Steins hier wieder rausschmeißen. So, dann sieht es wieder besser aus. Und dann gehen wir mit den beiden jetzt mal in die Lava. Ja, und die sollten sich dann jetzt genug Fleisch ernten und so, dass sie sich hochregen können. Die haben halt ziemlich viel Hunger, die beiden, ne? Gut, wir gehen jetzt einfach mal da in die Lava und das sollte uns ja dann nichts tun. Das ist noch ein bisschen ungewohnt, in der Lava baden zu gehen. Aber okay. Die wissen schon, was sie machen, ne? Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob die sich jetzt paaren oder nicht. Weil ich mich nicht traue, hier aus dem Ding auszusteigen. Vielleicht kann ich da hochkrabbeln und hier aussteigen. Geht das? Requires lava to mate. Amaterasu schwimmt ja mitten in der Lava. Da müssen wir nochmal zurücksetzen. Wir bleiben hier oben auf ihr sitzen. Das heißt, ich hoffe, wir stehen da nicht in der Lava. Es funktioniert! Super gut! Aber die legt ja dann das Ei in die Lava. Wie sollen wir das denn dann aus der Lava rausbekommen? Oh oh. Oh. Das ist nicht gut. Was machen wir denn jetzt? Moment, wir müssen das irgendwie anders regeln. Wir versuchen das mal anders. Wir versuchen den Kopf in die Lava zu stecken.
und das Hinterteil rausragen zu lassen. Damit das Ei dann hoffentlich nicht in der Lava liegt, sondern irgendwie am Rand. Und dann gucken wir mal, wie das funktioniert. Wie sieht's denn aus? Haben wir da irgendwie eine Anzeige? Geht das jetzt? Müssen wir noch ein bisschen weiter rein? So. Und wie komme ich denn jetzt darüber? Agni, komm mal her. Komm mal zu uns. Oh, das ist nicht gut. Da wollte ich dich eigentlich nicht haben. Ich habe auch einen ziemlich großen Wendekreis. Das müssen wir jetzt noch ausprobieren, damit wir auf jeden Fall wissen, wie wir die danach züchten können. Okay, bleib mal hier sitzen. So. Und jetzt wissen wir natürlich was da drüben passiert. Kommen wir irgendwie... Nee, ich weiß nicht. Aber es funktioniert. Gut, ich fühle mich hier noch nicht so heimisch in der Lava. Aber das kommt bestimmt noch, ne? Alles nur eine Frage der Zeit. Wir müssen halt einfach nur auf unseren Dinos sitzen bleiben, dann passiert uns auch nichts. Na gut, dann lassen wir die mal wieder machen. Das wird wieder einen Moment dauern. Ja, lasst euch mal Zeit. Hier ist ja alles gechillt, ne? Ja, sieht gechillt aus. Ich bin jetzt hier im Norden gespawnt. Im Norden des Vulkanbioms ist es eigentlich so halbwegs gechillt. Zumindest stellenweise. Da ist irgendwas von der Decke gefallen. Die Morphodons? Ölbug? Gib mal dein Öl her. Dankeschön. Drei Öl. Immerhin. Ja, also hier gibt es halt auch Basilisken. Die gibt es ja überall. Aber ansonsten ist es hier so ein bisschen gechillter und ruhiger eigentlich. Mal gucken, was der an Ressourcen für uns dabei hat. Nichts Besonderes. Dann gehen wir halt wieder. Und die Morphodon? Brauchen wir die Morphodons? Wäre schon cool, ne? Was bist du denn für ein Level? 15. Naja. Vielleicht mal, wenn wir einen besseren sehen. Die Morphodon-Schwärme sind auch immer wieder witzig. So, gucken wir mal, was Amaterasu da macht. Seid ihr schon fertig? Noch nicht ganz. Ja, wir wollen ja nicht stressen oder so, aber wir warten aufs Ei, ne? Da tropft die Lava runter. Also ich denke, wir brauchen uns jetzt nicht irgendwie eine bestimmte Region hier abzustecken zum Verpaaren, sondern wir können uns da einfach in die Lava setzen. Das ist gar nicht so tragisch. Ich dachte, wir müssten möglicherweise in den Vulkan rein. Aber das funktioniert auch hier draußen. Die brauchen einfach nur irgendwie so einen Lavasee, in dem sie baden können. Dann sind sie zufrieden. Okay, ja, die schmeißen dann so ein Ei raus. Und das können wir jetzt aufsammeln. Dem ist es hier zu kalt. Im Ernst? Das Ei liegt in der Lava. Okay. Das Ei wird schon wissen, was Sache ist, ne? Ich will ja nicht kritisieren oder so. Dem Ei ist es hier zu kalt, also mit dem müssen wir erstmal wieder nach Hause. Und dann können wir nochmal einen guten Dino nachzüchten. Und der wird dann hoffentlich sogar ein bisschen größer als Level 135. Also da haben wir eine gute Chance. Was ist mit euch los? Ich glaube, die wollen nicht mehr raus, ne? Denen gefällt das hier halt einfach. Die bleiben da jetzt drin, ne? Ja gut, ich glaube, wir müssen hier im Vulkanbiom bleiben. Unsere Kompagnons haben nicht so wirklich Bock, den Lavapool zu verlassen. Aber ich verstehe die schon, so eine warme Badewanne ist manchmal schon ganz nett, ne? Na gut, damit machen wir Schluss für heute. Wir haben zwei Magmasaurier nachgezüchtet. Die sind auch direkt schon ausgewachsen und haben auch schon wieder Nachwuchs hier gezeugt, beziehungsweise das Ei gelegt. Der Nachwuchs ist noch nicht auf der Welt, aber im Prinzip irgendwie schon, ne? So halb. Das Ei müssen wir dann natürlich schnellstmöglich ausbrüten. Dann gucken wir mal, was der Nachwuchs so drauf hat. Vielleicht kriegen wir da eine gute Kombination an Statistiken raus. Wobei das bei uns jetzt gar nicht so wichtig ist, weil 2x135 mit ähnlichen Statistiken, da kann eigentlich nichts schief gehen. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf das nächste Magmasaurus-Baby. Hat mega Spaß gemacht. Ich hoffe natürlich, ihr hattet genauso viel Spaß. Ich danke euch fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann. Agent Fischer, wieso hast du zwei Köpfe? Irgendwas stimmt da nicht.